Ein weiterer Österreicher in der deutschen Bundesliga. Trauer um ein französisches Sporttalent. Und die Wiener Austria peilt heute eine Premiere an. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Bis 2016 geigte er für den SV Mattersburg. Jetzt steht er vor dem Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Mit Manuel Prittl wird ab der kommenden Saison aller Voraussicht nach ein weiterer Österreicher die deutsche Bundesliga beehren. Mit seinem Club Arminia Bielefeld feierte Prittl am Montagabend einen 4:0-Sieg gegen Dynamo Dresden. Damit beträgt der Vorsprung auf den Tabellendritten VfB Stuttgart bereits 9 Punkte. Hinzu kommt das um 18 Treffer bessere Torverhältnis. Alles spricht also für den Aufstieg und eine Karriere in der deutschen Bundesliga für Manuel Prittl. Prittl wechselte mit Saisonbeginn 2016/17 von Mattersburg zur Arminia nach Bielefeld. Vom Kicker wurde er zum besten defensiven Mittelfeldspieler in der zweiten deutschen Liga gewählt. Trauer um Luis Diaby. Die französische Sportkletterin kam bei einem Bergunfall ums Leben und das mit erst 16 Jahren. Sie kam in der Nähe von Grenoble an exponierter Stelle zu Fall und stürzte ab, heißt es vom Weltverband. Diaby galt als großes Talent. 2019 wurde sie Juniorenweltmeisterin und sie galt auch als große Hoffnung für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Wiener Austria peilt heute eine Premiere an. Gegen die WSG Tirol soll gelingen, was in der laufenden Saison eben noch nicht gelungen ist, nämlich 2 Siege in Serie. Dabei spricht die Statistik nicht unbedingt für die Veilchen. Gegen die Tiroler gab es in der laufenden Saison bisher nämlich keinen einzigen Punkt zu holen. Zum Saisonauftakt setzte es eine 1:3-Niederlage, in Wien folgte dann ein 2:3 und dazwischen gab es noch die 2:5-Pleite im Cup und damit das Ausscheiden. Heute soll alles anders werden, nicht zuletzt dank des neuen Selbstvertrauens. Der 4:1-Sieg gegen Mattersburg hat Auftrieb gegeben. Dieses Gesicht müssen wir gleich wieder zeigen und die Leistung bestätigen, meint Trainer Christian Ilzer. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir KRONE.at sind Sie im Live-Ticker natürlich wie immer live dabei. Und schon um 18.30 Uhr werden 2 Partien angepfiffen. St. Pölten gegen Mattersburg und Admira gegen Altach lauten da die Paarungen. Auch diese Spiele können Sie im Live-Ticker verfolgen. Dann wünsche ich einen spannenden Fußballabend, bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir einander morgen wiedersehen hier an der gleichen Stelle. Machen Sie es gut.